Beichten, das ist keine Urteilsverkündung, sondern vielmehr eine Begegnung mit Gott. Das sagte Papst Franziskus bei seiner heutigen Morgenmesse in der Casa Santa Marta im Vatikan. Gott vergibt immer, er wird nie müde zu verzeihen. Wir sind es, die müde werden, um Vergebung zu bitten, so der Papst. Oftmals wirke Beichten wie eine Formalität, alles mechanisch. Wo bleibt denn da die Begegnung? So der Papst wörtlich. Die Begegnung mit dem Herrn, der versöhnt, der umarmt, der feiert. Das ist unser guter Gott. Die Beichte sei kein Urteil, denn Gott verzeihe alles, er feiere und er vergesse. Die Voraussetzung für diese Befreiung aber sei die Begegnung mit Gott. Das geschehe in der Beichte und beim Bitten um Vergebung. Tutto meccanico, no? E l'incontro dov'è? È l'incontro col Signore che riconcilia e ti abbraccia e fa festa. E questo è il nostro Dio, tanto buono. Anche dobbiamo insegnare che imparino i nostri bimbi, i nostri ragazzi a confessarsi bene. Perché andare a confessarsi non è andare da alla tintoria perché ti tolgono una macchia. No, è andare a incontrare il Padre che riconcilia, che perdona, che fa festa.